Ja, selbstverständlich ist auch die Umwandlung von Tantiemen oder Einmalzahlung in die pauschalodierte Unterstützungskasse möglich. Das Ganze funktioniert jährlich in sogenannten Bausteinsystemen. Also jährlich wird ein neuer Versorgungsbaustein aufgebaut. Entscheidend ist natürlich, was hat das für Wirkung. Manchmal haben wir Anrufe, die glauben, die Tantieme-Umwandlung zum Beispiel von 20.000 Euro ist sofort Aufwand, kann sofort eingezahlt werden in die pauschalodierte Unterstützungskasse. Das ist natürlich so nicht richtig. Eine pauschalodierte Unterstützungskasse kann nur entsprechend den steuerlichen Rahmenbedingungen § 4d Einkommensteuergesetz eingezahlt werden. Manche glauben sogar, die Tantieme ist Betriebsausgabe und noch eine Dotierung obendrauf. Auch das ist nicht richtig. Zum Beispiel 20.000 Euro Tantieme ergibt bei einem bestimmten Lebensalter und einem bestimmten Zins zum Beispiel eine Zusage von 50.000 Euro. Diese 50.000 Euro sind dann Grundlage für die Dotierung. 2,5% sind 1.250 Euro. Das heißt, 20.000 Euro Tantieme werden nicht bezahlt, werden nicht ausgezahlt, führen auch nicht zu einem Aufwand zur Betriebsausgabe. Und Betriebsausgabe ist einzig allein die 1.250 Euro. Das Ganze kann man auch gestalten im Wege der beitragsorientierten Direktzusage. Bei der beitragsorientierten Direktzusage ergibt sich durch die Rückstellungsbildung Aufwand. Das sind nämlich dann 20.000 Tantieme auch kein Aufwand. Dieser Aufwand in der Rückstellung ist höher als der bei der pauschalodierten Unterstützungskasse. Dafür hat es wieder andere Folgen. Wir haben das Ganze in der Bilanz. Wenn wir ein Vermögen zurücklegen, sollte man das Ganze saldieren. Wenn wir saldieren, ist es bilanzneutral, aber dann habe ich auch keinen Zugriff mehr auf das Vermögen, auf die Liquidität. Und die Liquiditätsreserve ist auch keine wünschenswerte Situation. Also beides möglich, beides denkbar. Pauschalodierte Unterstützungskasse als Bausteinsystem oder eben jährlich über Rückstellungsbildung. Pauschalodierte Unterstützungskasse, der geringere Aufwand im ersten Jahr, über die Zeit in der Regel ein höherer steuerlicher Aufwand. Bei der Rückstellungsbildung das Ganze genau umgekehrt.